Insat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Die Musikkapelle Bramet hat in diesem Jahr das 52. Rieder Bezirksblasmusikfest veranstaltet. Begonnen hat es mit einem regelrechten Paukenschlag, denn das Örtchen Bramet wagte den Versuch, ins Buch der Rekorde eingetragen zu werden. Im vorigen Jahr haben wir erfahren, hat die Kapelle Hittisau in Vorarlberg den Weltrekord aufgestellt mit 860 Frauen, Musikerinnen, und den gilt es nun zu schlagen. Die größte Damenblasmusikkapelle der Welt soll es also richten. Da kommen auch die Marketenderinnen der Musikkapelle Bramet ordentlich ins Schwitzen. Es ist Wahnsinn da. Es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind. Wahnsinn. Unglaublich. Draußen regnet es, aber da drin ist eine super Stimmung. Hast du einen großen Stress heute? Nein, keinen wirklichen Stress. Ich bin halt Könnerin von den Edelseher. Also es ist voll easy, voll chillig. Man sieht, es geht voll was ab. Es ist einfach voll eine klasse Stimmung da drin. Alle Mädchen, die ein Instrument mit dabei haben, sind aufs Allerherzlichste willkommen. Gespielt wird der Bozner Bergsteigermarsch. Der Weltrekordabend steht unter dem Motto Die Nacht der Tracht. Deshalb macht es ein tolles Bild, dass die rund 620 Musikerinnen in Uniform gekommen sind. Das reicht aber leider nicht für einen neuen Weltrekord aus. Xaver Schmidt, Obmann der Musikkapelle Bramet, ist dennoch nicht enttäuscht. Es war von Grund auf die Überlegung da, wie können wir am Freitag gestalten vor einem Bezirksblasmusikfest des Bezirkes Ried im Innkreis. Und wir haben gesagt, wir lassen uns da ganz was Spezielles einfallen. Und wir haben es einfach versucht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und dass das funktioniert hat, das war ja eine knappe Geschichte. So viel sind nicht abgegangen, aber wie gesagt, wir sind deshalb nicht traurig. Wir haben eine tolle Stimmung da, das ist das Wichtigste. Auf die Teilnehmerinnen am Rekordversuch warten eine Menge toller Preise. Der erste Preis, ein Musikerausflug, geht an jene Kapelle, welche die meisten Damen stellt. Es ist dies die Musikkapelle Walzell mit 39 Musikerinnen. Die Reise hat einen materiellen Wert von 2.500 Euro. Der Gaudewert dürfte aber noch größer sein. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr euch motivieren habt können, dass ihr so geschlossen herkommt? Wir sind eigentlich immer so motiviert und wir treten immer vollzählig an, weil es einfach immer lustig ist. Ich bin jetzt seit 10 Jahren immer bei der Musikverein, aber die haben mich motiviert, also die haben mich alle motiviert, damit ich mitspiele, und es war wirklich lustig. Während die Gewinnerinnen im Festzelt feiern, erfreuen sich die restlichen Gäste an den Hits der Edelseher. Dabei outen sich die Edelseher als begeisterte Blasmusiker. Meine Wurzeln sind in der Blasmusik, also mein Vater, mein Bruder, alle waren in der Blasmusik. Und ich bin auch mit 12 Jahren bin ich zur Blasmusik dazugekommen. Und da natürlich lernst du die ersten wichtigen Sachen für die weitere Tanzmusik oder auch fürs weitere Leben. Die Kameradschaft natürlich ganz, ganz wichtig. Und auch das Musikalische, was sehr, sehr wichtig ist für die weitere Zukunft, was man dann halt, was man immer dann einschlägt. Und Blasmusik ist ganz was Wichtiges. Es übermittelt Traditionsmärsche. Es ist ein Kameradschaftsleben, wo man eigentlich aufwächst mit einem Miteinander. Es geht um eine ehrenamtliche Sache, wo man sich als Kind schon ein bisschen mit der Heimatmusik in Verbindung setzt. Blasmusik ist eigentlich eine Leidenschaft und entweder spielt man es im Herz oder nicht. Und die Oberösterreicher sind ein sehr starkes Blasmusikland, können wirklich gut spielen. Schön, dass wir Steirer dabei sein dürfen bei diesem großen Festival. Ich habe Horn studiert und ich war 20 Jahre bei der Blaskapelle. Kann ich jetzt leider nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe und viel unterwegs bin. Gefeiert wird in Bramet bis tief in die Nacht. Und nun geht's weiter zur Marschprobe, denn die nächste Wertung kommt bestimmt.